Und live bei uns im ZIP2-Studio ist jetzt Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein zu Gast. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Ministerin, Sie sagen, Sie sparen mit Ihren Plänen 1 Milliarde Euro ein. Das ist viel Geld. Dieses Bekenntnis haben wir jetzt von Ihnen. Was wir nicht haben, ist eine Berechnung, wie sich diese Milliarde zusammensetzt. Daher gleich zu Beginn die Frage, wie kommen Sie auf die Milliarde? Frau Diddelbacher, lassen Sie mich einbegleitend sagen, dass wir uns freuen, als Regierung für die Versicherten und die Patienten eine Reform einzubegleiten, die eine Strukturreform ist und darauf basierend eine Gesundheitsreform. Wichtig ist, dass der Patient und der Versicherte für die gleichen Beiträge gleiche Leistungen bekommt. Das wollen wir sicherstellen und das ist die größte Reform der Zweiten Republik. Dafür sind wir sehr stolz. Wir haben den Mut gehabt, diese Veränderungen anzugehen. Und hier zu Ihrer Frage. Es hat die WHO, der Rechnungshof, mein Vorgänger hat eine Studie gemacht und in der Studie wird genau fixiert, dass durch die Aufgabenbündelung, durch Entscheidungsstrukturen, genaue Entscheidungsstrukturen, Strukturbereinigungen 200 bis 300.000 Millionen Euro pro Jahr einsparbar sind. Und einsparbar bitte für den Versicherten und für den Patienten und nicht für das System. Und wir wollen weniger Funktionäre, weniger Verwaltung und mehr für den Patienten, der, was braucht der Patient? Er braucht den Arzt, ja, er braucht ist bekannt, die medizinischen Leistungen. Das hoffe ich. Wir wollen natürlich jetzt noch einmal das durchrechnen, ja, mit der Milliarde, weil Sie sagen, es ist so relativ klar. So klar ist es offensichtlich nicht. Die Rechnungshofpräsidentin hat schon im Frühling gesagt, die Milliarde glaubt sie erst, wenn sie sie berechnet hat. Also offenbar so sicher ist es nicht. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, sagen Sie, diese Milliarde setzt sich aus 5 mal 200 Millionen, also gerechnet über die gesamte Legislaturperiode, ja, zusammen. Der Gesundheitsexperte Pichelbauer, den wir im Beitrag gehört haben, der denkt sich, das könnte so funktionieren, dass alle Personen, die abgebaut werden sollen, beziehungsweise die den Hauptverband und die Sozialversicherungen in den kommenden Jahren verlassen, dass die durchgerechnet werden, mit dem Durchschnittsgehalt multipliziert und dann mit 5 Jahren. Ist das richtig? Ist diese Berechnung korrekt? Diese Berechnung ist nur ein Teil. Es geht um Strukturenreformen. Wenn man 21 Träger in 5 zusammenlegt, ist das ganz klar, in jedem Unternehmen wird es auch so sein, dass man durch die Strukturreformen, dass man 5 Rechenzentren zu einem Rechenzentrum, da ist so viel Potenzial in der Aufgabenbündelung da, dass das möglich ist. Es ist nicht nur der reine Personalabbau. Aber wo finde ich diese Informationen? Weil bis jetzt sagen Sie 1 Milliarde, Sie sagen, kommen jetzt mit Rechnungszentrum, ja, Rechenzentrum, ja, aber was wir nicht haben, ist eine Aufschlüsselung, wie Sie auf diese Milliarde kommen. Warum nicht, wenn Sie es offenbar durchgerechnet haben? Wenn so viele haben? Experten das schon berechnet haben, brauchen wir nicht auch noch etwas berechnen. Frau Diddelbacher, es geht ja darum, was machen wir mit dem Geld? Wir machen das mit dem Geld für den Versicherten, dass der die medizinischen Leistungen bekommt, die notwendig sind. Weil was hat die bisherige Sozialversicherung gemacht? Sie hat den Patienten ins Krankenhaus geschoben, sie hat den Patienten in die Ambulanz geschoben und keinen Kassenarzt mehr zulassen, sondern ins Wahlarztsystem, wo sie 80% der Tarife zahlen. Wir wollen mehr Kassenärzte, dass der Patient weniger Wartezeiten hat, wirklich gute Öffnungszeiten, dass der Arzt nicht darauf angewiesen auf Quantität, sondern Qualität hat, dass er mehr Zeit fürs Arztgespräch hat. Das sind die Frau Ministerin, Themen. Wir wollen ja genau das jetzt durchdeklinieren, was sich genau ändert. Sie sagen jetzt, 1 Milliarde sparen Sie ein. Was Sie nicht sagen, ist, wie viel kostet eine Fusion? Der Rechnungshof hat das errechnet bei der Zusammenlegung der Pensionsversicherungsanstalt für die Arbeiter und für die Angestellten und ist da auf einen Fusionsbetrag von 143,9 Millionen Euro gekommen. Kennen Sie den Fusionsbeitrag bei den Sozialversicherungen? Das ist die Entscheidung der Selbstverwaltung, welche Berater sie braucht für diesen Fusionsprozess. Natürlich muss man investieren, um solche Strukturreformen zu machen. Wie genau die Zahl ist, das entscheidet die Selbstverwaltung. Also Sie kennen diese Zahl nicht, mit einem Wort? Nein. Auf den ersten Blick sichtbar ist ja signifikant, wir haben es vorher in der Videowall gesehen, die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen. Wir haben das auch kurz in der Grafik schon gezeigt. 9 Gebietskrankenkassen fließen nun in eine zusammen. Mhm. Es gibt aber dann wieder 9 Landesstellen. Was ändert sich dann, wenn es in 9 Landesstellen gibt?
Die österreichische Gesundheitskasse ist für 7 Millionen Versicherten zuständig. Und die Landesstellen sind natürlich die Servicestellen für die Versicherten weiter vor Ort. Und sie haben auch die Aufgabe, die Regionalität in den Bundesländern und natürlich durch den Innovationsfonds, den sie auch erhalten werden, präventive und regionale Maßnahmen zu setzen, gemeinsam mit den Ländern. Das ist deren Herausforderung. Sie bleiben autonom, diese Landesstellen, bis hin auch zu Honorarverhandlungen. Teilweise den Gesamtrahmenvertrag, welche medizinischen Leistungen im niedergelassenen Bereich gemacht werden, soll die österreichische Gesundheitskasse machen. Dann wird es einen Rahmenvertrag geben und anhand dieses Rahmenvertrags kann jede Landesstelle regionale Unterschiede natürlich machen, entsprechende Zuschläge, zum Beispiel wenn im Waldviertel es schwer ist, einen Kassenarzt hinzubekommen. Aber was konkret ändert sich? Was nehmen Sie den Ländern weg, diesen Landeskassen? Ich nehme den Landesstellen nichts in dem Sinn weg, sondern ich gebe ihnen die Struktur, dass sie diese Entscheidungen vor Ort treffen können, die für die Regionalität notwendig ist. Aber dann sind sie eigentlich doch 9 Landeskassen plus die... Im Verwaltungsbereich wird natürlich mit den Landeskassen extrem abgebaut und natürlich auch in den Gremien und den Strukturen. Der zentrale Kritikpunkt der Gewerkschaft ist die Tatsache, dass die Beamten, die Selbstständigen, die Unternehmer eine eigene Kasse behalten und dieser große Bereich der Arbeitnehmer zusammengelegt wird, fusioniert wird. Warum genau diese Gruppe? Sind denn Arbeiterangestellte anders krank als Beamte? Es ist eine andere Versichertenstruktur und das ist zu berücksichtigen. Jetzt haben wir von 21 auf 5 reduziert, in der nächsten Legislaturperiode vielleicht noch weiter. Aber warum ausgerechnet die? Das sind ja so wahnsinnig viele, die Arbeiter und Angestellte. Also die sagen jetzt, warum kriegen die Beamten was Eigenes? Warum kriegen die Selbstständigen was Eigenes? Es sind andere Versichertenstrukturen. Die Arbeitnehmer sind in den Gebietskrankenkassen und diese zu fusionieren mit 7 Millionen Versicherten, das bringt auch am meisten. Faktum ist, dass die Arbeitgeber gestärkt werden. Sonst hätte sich die Wirtschaftskammer nicht heute so gefreut und auch die industriellen Vereinigung, die sagen, endlich gibt es eine paritätische Vertretung, nämlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleichem Ausmaß. Es gibt nun aber in Österreich viel mehr Arbeitnehmer als Arbeitgeber. Ist das dann gerecht? Es ist gerecht, dass der Versicherte das bekommt für die gleichen Beiträge und gleiche Leistungen. Und das hatten wir bis dato nicht. Ich bin überzeugt, dass die Parität sich mit den Sozialpartnern, also sprich Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zusammenrauft und jetzt für den Versicherten das Beste herausholt. Aber Sie sind ja eine Vertreterin der FPÖ, die versteht sich nicht unbedingt als Unternehmerpartei. Verstehen Sie auch diese Vorbehalte, dass die Arbeitnehmervertreter sagen, das ist irgendwie unfair, dass die Arbeitgeber jetzt gestärkt werden, wodurch wir die ganze Arbeit machen? Frau Tittelbach, um was geht es? Geht es um Macht? Also ich glaube, es geht um den Versicherten und Patienten. Der muss im Vordergrund stehen. Okay, also kein Verständnis für diesen Einwand. Okay. Die Krankenkassen bekommen ein Dach, ein abgeschlanktes Dach, das haben wir schon gesehen. Ganz neu ist, dass dieses Dach jährlich von einem anderen Obmann geführt wird, eben im Rotationsprinzip. Wieso das? Ist das schlau, dass ein so wichtiges Dach jedes Jahr einen anderen Chef bekommt? Es ist sinnvoll, weil natürlich die Strukturen jeder Sozialversicherträgerin eigen sind und die einzelnen Vorsitzenden der einzelnen Träger haben entsprechend eine gemeinsame Linie, eine gemeinsame Zielsetzung, eine gemeinsame Strategie für die gesamte Sozialversicherung zu treffen. Und das hat bis jetzt auch gefehlt. Aber es hat ja doch einen Sinn, dass jeder seinen Bereich hat. Sonst könnte man ja auch sagen, es gibt in der Bundesregierung ein Rotationsprinzip und einmal ist der Finanzminister Bundeskanzler, einmal der Innenminister, einmal die Außenministerin. Es gibt viele Beispiele von Rotationsprinzip. Auch in Deutschland hat die Sozialversicherung auch ein Rotationsprinzip. Also das hat sehr viele Vorteile. Und vor allem müssen ja auch die Krankenversicherung, Pensionsversicherung, Unfallversicherung auch mehr abgestimmt werden. Auch hier gibt es noch sehr viele Schnittstellen zu Nahtstellen gemacht werden sollen. Dass zum Beispiel der Chef der Wiener Wirtschaftskammer Ruck sagt, das würde sich kein Unternehmen leisten, dass man da ständig die Führungsstruktur so rotieren lässt, das beeindruckt Sie nicht? Nein, das beeindruckt mich nicht. Frau Ministerin, danke fürs Kommen. Herzlichen Dank.